Hallo zusammen, wir starten jetzt gleich in unseren 15. Schwarzwaldurlaub. Es geht jetzt nach Waldkirch. Nee, nochmal neu. Wie schmeckt dir dein Puddingteilchen auf Purple Rain? Gut. Ja. Schmeckt nach Urlaub, ne? Und während wir jetzt neu... Wir sind immer noch hier, weil die Amy nämlich Durchfall hatte. Keine Gummi essen. Und ich sie dann spontan und ungeplant baden musste. Ganzes Püppchen war nämlich voll mit Kacke. Jetzt haben wir sie gebadet, geföhnt. Ich mache hier jetzt noch eine Frisur. Und dann geht's. Amy kriegt eine Frise. Hallo, wir sind jetzt in Triberg und suchen uns hoffentlich einen Partner. Zuerst irgendwie, was ich gesagt habe. Hallo, wir sind jetzt gerade in Triberg. Was denn? Mir fällt gerade nichts ein, was da. Amy, hast du Spaß? Wasserfälle. Amy, da gibt es AC. Der Onkel Mike kommt gleich. Hase, nee, so fangen wir jetzt gar nicht an. Der wohnt da drin, in Pelsen. Hm? Gleich gibt es Essi. Nein, alles gut. So, jetzt ist die erste Etappe in Anführungszeichen gepackt. Das ist so dieser erste Fall, der runtergeht. Aber es folgen noch einige mehrere und so weiter. Ich habe mich jetzt gerade dazu breitschlagen lassen, eine Nuss hier zu hinterlegen für die Eichhörnchen. Ich würde die aber gerne selber füttern, beziehungsweise wenn da ein Eichhörnchen ist, dann dem die hinwerfen. Aber jetzt ist hier... Ja, damals hat es geklappt. Ja, damals sind hier auch wirklich... Damals, vor 3 Jahren, sind hier Eichhörnchen rumgelaufen. Ja. Ich hole mir wieder eine Nuss raus, damit ich potenzielle Eichhörnchen direkt füttern kann. Huhuhu, lalalala. Ich bin am Wurmpark und dann gehen wir jetzt auch gleich mit zurück. Also Triberg und auch der Nachbarort, das ist Schonach. Sind bekannt für die Kuckucksuhren, also die weltgrößten. Ja, warte mal. Ist das Schonach überhaupt? Wie heißt das denn? Ja, ich schau das doch mal aus. So, wir haben jetzt fertig gegessen. Hat super, super lecker geschmeckt. Michel hat auch noch einen kleinen Rest. Den. Ich habe voll den blöden Winkel zum Filmen. Siehst du sie? Da? Ja? Übrig, den ist er wahrscheinlich dann nachher im Hotel und ich muss sagen, man muss hier besonders appreciaten, dass die Messer so gut schneiden, ja. Also meistens hast du ja wirklich Messer in Restaurants und Hotels, da schneidest du dich einfach zum Handkocher. Und die hier, zeig mal ein Messer gerade. Oh, liegt bei mir am Teller. Muss doch noch sagen, wo du warst. Ja, habe ich schon, wir sind in der Sonne. Schleichwerbung, ja, kann ich empfehlen. Ne? Kannst du auch empfehlen? So bin ich zum ersten Mal. Sehr, sehr lecker. Wir sind satt. Kleine Planänderung. Wir sind aus Zeitgründen doch jetzt nicht zum Kandel gefahren, sondern zur Hexenloch. Wir sind fertig mit Essen und haben noch einen Masala bekommen. Zum Abschluss. Prost! Oh, ich wollte ja... Salute. Salute. Sehr gut. Also wenn ihr hier in der Nähe seid, die Pizzeria Sonne in Simonswald ist auf jeden Fall zu empfehlen. Jung. Genau. Da waren wir schon öfters und ist lecker. Okay. Hast du ausgedrückt? Nee, ich habe einfach nur hier aufgehört zu drücken. Du musst eigentlich draufdrücken und loslassen. Wie? Der holt noch auf. Muss noch auf den roten Knopf. Wenigstens hat er aufgeholt. Jetzt. Die hingen in den ganzen 13 Jahren. Aber hier sind schon. Das
jetzt? Komm, dann machen wir lieber, ob wir einen Löffel finden. Ist es Mist? Wer war sonst was? Nee, Häschen, ich hab die Hände doch voll. Liegt denn die Kleine noch mit ihrem Geschirrschüttler? Nee, das hab ich ausgezogen. Häschen? Lass uns doch einfach rein. Amy! Hey. Ähmchen! Hi, wo ist Bibi! Jacke haben! Wo ist hi, Bibi! Oh, Käppchen! Ja, hi! Ja, guck mal, wer ist denn da? Ja, moin! Oh, warte, warte, warte! Ja, oh, die Gummi! Wir befinden uns hier oberhalb von Unterflügelbach. Ja. Oder zwischen 7 und 2. Da sind wir 200 Meter den Berg hochgegangen. Amy hat ihr Scheißerchen gemacht, dreht sich rum und will wieder zurück. Ja, also unser Verdauungsspaziergang heute Abend ist dann doch relativ kurz ausgefallen. Oh. Ja. Nochmal Pipi. Keine Lust mehr. Hat keine Lust mehr, ne? Nee, ist genug für heute. Dann habe ich sie gerade gerufen. Mm-mm. Gehen wir morgen zum Üben, Kapellchen. Wenn wir so weit kommen. Hinter mir seht ihr den Kandel. Das ist der Hausberg von Waldkirch mit 1243 Metern. Ich dachte, ich wollte noch was sagen. Hier ist das Lazy-Kapellchen. Nee, warte. Hinter mir seht ihr die historische Ölmühle in Simonswald. Und was ich besonders toll finde, ist, dass der Heimatverein in Simonswald die Ölmühle, lass mich schon mal neu, ist halt Heimat und jetzt sind wir beim Bällchen an der Seilbahnstation. Wir kaufen uns jetzt Tickets. Hier habe ich übrigens einen Skalker von Emi, die hat den schon gemacht. Und ja, dann fahren wir hoch aufs Bällchen, gehen eine Runde. Ich habe schon meine Wanderschuhe an. Wir befinden uns jetzt auch schon auf 1000 Metern, ne? Das ist jetzt die Talstation. Meine Wanderschuhe an, genau. Amy, wo sind deine Wanderschuhe? Oh. Und dann nach dem Rundgang trinken wir noch... So, wer hat sich natürlich direkt schon wieder was Warmes zum Essen geholt? Der Michel. Das ist eine Linsensuppe, Erbsensuppe? Linsensuppe mit Wurst. Schmeckt sie dir? Ja, super. Also der Cappuccino ist auf jeden Fall auch gut. Bällchengipfel, here we come. Zumindest sobald wir unsere Schuhe dann mal richtig festgeschnallt haben, ne? Der andere auch noch. So. Und jetzt erklimmen wir den Bällchengipfel. Das sind wie viele Kilometer? Wir gucken mal. Sag mal. Hi. 1,6. 1,6 steht da drauf. Ich habe jetzt gerade eigentlich so weit nichts zu sagen. Also eigentlich habe ich immer irgendwas zu sagen. Wanderschuhe mit Kleid. Jetzt ist mir wieder warm. Also es ist so ganz komisch. Ne? Wenn kein Wind geht, ist mir jetzt zu warm. Und wenn der Wind geht, dann ist er relativ kühl. Dann muss ich wieder die Jacke anziehen. Aha. Ja. Amy. Hier steht ein Stein, da steht auch 1790 drauf. Und Michel hat gerade gesagt, das ist der epileptische Punkt. Und zwar, wie war das der höchste Punkt, bevor es ins Tal abwärts geht? So ähnlich. Was? Amy geht aufs Gipfelkreuz. Gipfel des Bällchen bezwungen. Ja, Leuchte mit Herz. Ja, aber die leuchtet doch gar nicht. Noch nicht. Wo ist denn dein Herz? Ja, hier neben. Achso. Wir möchten jetzt rein.
gehst da jetzt nicht rein. Wir sind jetzt hier in Utzenfeld, haben einen kleinen Abstecher gemacht, ungefähr 8 Kilometer unterhalb des Bällchen. Also 12 Ticket. Ich muss weiter weg. Ich will dir die Tickets noch zeigen. Ja, aber wenn ich schon was, der Kopf war. Also, wir sind jetzt drin, haben 2 Tickets. Der Preis ist 12 Euro pro Ticket. Dafür kann man dann halt den ganzen Tag drin bleiben. Und Kunduskarte gilt nicht, ist aber auch kein Problem. Jetzt schauen wir doch mal. Wir stehen jetzt vor dem Vogtsbauernhof. Der ist gebaut worden im Jahre 1612. Leider können wir euch nicht mit in die Gebäude reinnehmen, weil das Filmen und... Fotografieren zwar nicht verboten ist, aber nur für private Zwecke. Genau, nur für private Zwecke genutzt. Aber Außenaufnahmen dürfen verwendet werden, auch für YouTube. Kann ich nochmal neu machen, das war jetzt gerade kacke. Okay. Der Boden ist toll. Stell dir vor, du hast da noch so eine Schicht Versiegelung. Das ist aus Holz, ne? Ja. Oh, der Boden ist toll. Stell dir vor, du hast da noch so eine Schicht Versiegelung. Das ist aus Holz, ne? Ja. Wir sind jetzt hier oben auf dem Kandel und starten unseren Kandelgipfel-Rundweg. Der ist ungefähr 2 bis 3 Kilometer lang. Dann geht es hier hoch auf den Gipfel und dann wieder drumherum runter. Das Wetter ist jetzt heute nicht so besonders. Also ich friere auch schon ein bisschen. Wir haben jetzt hier oben 14, 15 Grad. Und wir... Ich habe Fahnen verloren. Nach 14, 15 Grad kann es ja schon mal schneien. Mhm. Fußblume auch weg. Jetzt machen wir mal. Ja, das habe ich leider nicht gesehen, weil du mit dem Kopf davor warst. Mach, ich kann hier die auch mal blasen. Gesund. Alter. Ha? Danke. Jetzt könnt ihr einmal raten, wer sich mal wieder ein Würstchen holt, obwohl wir erst vor 3 Stunden gefrühstückt haben. Könnten auch schon 4 her sein. Ich gehe mal von Curry oder Bratwurst aus. Was hast du dir geholt? Eine Bratwurst mit lecker Senfi. Ja. Den Akku aufladen, sagt er mir. Reicht schon auf? Ja. Lecker Würstchen. Ja, und gut, dass du überhaupt nicht versöhnt bist. Hallo. Was wollte ich jetzt eigentlich mal sagen, was ich auf die Kamera soll? Schnips. Schön, ne? Aus dem Erzgebirge. Genau. Alles original aus dem Erzgebirge.
Nee, das waren Öhren aus dem Erzgebirge. Kannst du nicht vorstellen.